Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder so eine Challenge wie Toddler to Adult, nur diesmal nehmen wir die Infants, also die Säuglinge. Denn ich glaube, dass das nochmal ein bisschen weirder werden könnte. Dafür habe ich zumindest schon mal das Ganze bereit gemacht und hier ein Säugling vor uns sitzen. Wir werden sie natürlich noch verändern. Ich habe ihr aber schon mal einen Namen gegeben. Apropos Namen, ich habe mir jetzt mal wieder eine Mod runtergeladen, die mehr Vor- und Nachnamen hinzufügt. Ich hoffe, dass das Ganze funktioniert, weil das letzte Mal wurde die Mod ja irgendwann outdated und dann hatten die keine Nachnamen mehr oder so. Und es wäre natürlich cool, wenn es diesmal jetzt funktionieren könnte. Zumindest wurde die Mod, die ich runtergeladen habe, zuletzt 2023 geupdatet. Also hoffe ich, dass das jetzt funktioniert, weil ich habe keine Lust mehr auf Utis und ich habe auch keine Lust mehr auf Lenas. Das sind total tolle Namen und so. Aber wenn jeder Sim so heißt, reicht es dann auch irgendwann. Außerdem kommt uns das ja dann auch in den Let's Plays zugute. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal hier rein. Erstmal machen wir die kleine Maus ein bisschen nackelig. Ich weiß noch nicht genau, wo ich mit ihr hin möchte, aber ich möchte ihr gerne einen warmen Ton geben. Ich finde den hier eigentlich ganz süß. So ein bisschen dunkler, maybe. Ihr gerne dann auch so bräunliche Haare geben, vermutlich. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich Lashes runtergeladen hatte für Säuglinge. Aber anscheinend habe ich das vergessen. Aber ich möchte, dass sie auf jeden Fall Zähnchen hat. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt wegen den Lashes. Ich bin ehrlich, weil eigentlich habe ich sie runtergeladen. Egal, dann muss ich das wohl nochmal nachholen. Ich kann nebenbei schon mal die Seite öffnen. 3D Lashes for Infants. Ich könnte schwören, ich bin auf jeden Fall zumindest schon mal auf der Seite gewesen. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht runtergeladen. Vielleicht war das ein bisschen lost von mir. Naja. Das soll uns jetzt nicht interessieren. Wie wäre es, wenn wir ihr so welche Augen geben? Also ich finde so grün-bläulich. Finde ich actually sehr, sehr süß. Oh mein Gott, das ist immer so cute. So ein bisschen schmalere Nasi, aber sie darf ein bisschen... Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aber ich hoffe, dass es am Ende süß aussieht. Ich finde es halt krass, wie groß die Augen sind so. Ich glaube, das ist hier normal, oder? Kann die kleine Maus vielleicht ein bisschen lächeln? Das finde ich ganz süß. So, ich fummel hier einfach mal ein bisschen rum. Ah, es ist auf jeden Fall ein süßes Kind. So, jetzt ist die Frage, was für ein Braun nehmen wir denn? Das hier, oder? Das ist eigentlich ganz süß. Also, ich habe jetzt natürlich noch keine Frisürchen hier, ne? Oh, das finde ich actually sehr, sehr süß. Wir können ja mal gucken, was wäre denn ihr Merkmal, wenn wir das randomisieren würden? Es wäre sensibel. Oh, I love it. Ich weiß gar nicht, was ich ihr dann geben soll. Ich meine, sowas ist natürlich so typisch Kind, ne? Oh mein Gott, mit dem Pferdchen. Ich finde nur ein bisschen bescheuert, dass sie sich immer so umdrehen wegen der Hose, weil ich würde gerne auch wissen, wie die Hose von vorne aussieht. Kindern würde ich immer eher so eine Jogginghose anziehen, ehrlich gesagt. Die in der Kita immer eine Jeans anziehen für die Kinder, ne? Als ich da gearbeitet habe, die armen Kinder, die taten mir echt leid. Und dann so bunte Schüchchen. Soll ja hier besonders süß sein. Oh mein Gott, habe ich süße Socken runtergeladen. Man sieht sie nicht, aber ich brauche sie leider trotzdem. Oh mein Gott, ich war noch nie hier drin. Ich habe die doch runtergeladen, aber die gibt es nicht für Hautdetails anscheinend. Okay, habe ich sie vielleicht ein bisschen unnötig jetzt gerade runtergeladen. Aber dann ist ja alles fit. Oh mein Gott, sehen die süß aus. I love it. Und die kleine Maus, die darf ruhig ein bisschen mehr Specki haben. Die muss eigentlich hier ganz abgemagert sein, ne? So, und die süße Maus. Oh, süß. Ich habe diese ganzen Bilder noch nicht gesehen. Wir speichern sie jetzt, damit wir sie hinzufügen können. Und dann machen wir sie jetzt zu einer jungen Erwachsenen. Und ich hoffe, dass sie süß aussieht. Okay, und als Erwachsene... Oh mein Gott, ihr Make-up ist absolut wild. Ihr Körperbau ist actually sehr, sehr sexy. Und wenn ich ihr jetzt mal das Make-up wegnehme und kurz auch mal die Frise. Oh, okay, also die Nase, ich bin ehrlich. Das ist jetzt nicht das, was ich mir unbedingt gewünscht hätte. Nichts gegen Leute, die so eine Nase haben. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht kommen sehen. Aber ansonsten hat sie doch eigentlich ein ganz süßes Gesicht. Also von vorne habe ich jetzt kein Problem mit ihr. Ich würde ihr nur gerne andere Augenbrauen geben, glaube ich. Weil irgendwie sitzen die nicht so. Das ist besser. Ich meine, ich kann ihr jetzt natürlich einen Skin geben und keine Ahnung. Aber dann weiß ich nicht. Also ich würde ihr auf jeden Fall gerne Lashes geben. So, ich würde halt nicht so viel an ihr machen, weil... Eigentlich sieht sie ja schon ganz gut aus. Was, wenn wir ihr dann wieder so Zöpfchen geben? So, ist voll unrealistisch. Warum sollte man genauso aussehen wie als Kleinkind? Aber ich fand es jetzt irgendwie ein bisschen süß als Vergleich. Ich bin ehrlich. I mean, das ginge ja theoretisch in die Richtung. Wir schauen einfach mal. Das ist auch so eine Frisur, die man so
Säuglingen geben könnte, ne? Ich komme auf diese Nase nicht klar, ich bin ehrlich. Ich meine, sie ist trotzdem unfassbar schön. Oh, wie wär's denn mit sowas? Das ist auch so hoch, aber man sieht so, dass sie längere Haare hat, obviously. Also, wenn man im Säuglingsalter noch die Haare immer noch genauso lang hat, weil sie nicht gewachsen sind, hätte ich auch ein bisschen Angst, glaube ich. Aber ich finde es süß. Sie ist halt krass schlank. Was ist das für eine Taille? Also, kannst mir nicht erzählen, dass da nicht was gemacht wurde. Ich bin dafür, dass wir das Color-Theme behalten. Also, dass sie dann eine blaue Hose, bunte Schüchchen und ein lila Oberteil anzieht. Weil ich finde das ehrlich gesagt ziemlich witzig. Nur die Frage, was für eine Hose ziehen wir ihr an? Ich finde, in der Hose sieht man noch viel krasser, wie sie ist. Das elendige Problem, was für ein Oberteil zieht man ihr jetzt an? Es ist einfach eine schwere Entscheidung, Leute. Ich meine, ihr kennt das sicherlich auch. Ich bin dieser Mensch, der immer so 1000 Jahre in Charaktererstellungen verbringt. Und ich hasse es ein bisschen, aber es ist auch einfach mein Vibe. Guck mal, so sieht sie auf jeden Fall auch ein bisschen älter aus, wenn sie dann halt auch so Crop Top trägt. Finde auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall dazu passt. So, wir schauen jetzt einfach mal. Ich habe von GeoSims so süße Schüchchen. Diese Converse finde ich richtig süß. Da sind so Blümchen drauf. Die würden ja theoretisch dazu passen, oder nicht? Diese hier. Also, ich weiß nicht, ob ich näher daran kommen kann sonst. Oder sowas? Das ginge auch. Wenn wir dann die nehmen, das geht vielleicht sogar noch eher in die Richtung. Und dann soll sie auch lustige Socken anziehen, auch wenn man sie nicht sieht. Wie Kreis Areli Love, so lustige Socken. Ich trage auch immer wilde Socken, auch wenn man sie nicht sieht. Ich brauche das einfach für mein Ego. Hier mit den Kirschen. I love it. Hier, ihr könnte man jetzt vielleicht auch noch irgendwie ein Armband oder so geben, weil es ist halt schon schick. Dem Kleinkind hätte ich das vielleicht sogar auch gegeben. Ich meine, es gibt die Armbänder und so, die geeignet sind für Säuglinge. Aber vielleicht kommt das ja in Zukunft noch. Das ist irgendwie richtig fett, ne? Ich dachte, das würde richtig süß aussehen. Wie wäre es damit? Das ist irgendwie aber auch nicht so ganz das, was ich mir gewünscht habe. Was hiermit? Vielleicht doch lieber schwarz? Schwarz, schwarz nehmen wir. Und die Süße kann ich auch ein paar Nails gönnen. Aber die sind einfach nur so gepainted. Also nicht unbedingt länger oder so. Glaube ich nicht, dass sie der Typ dafür ist. Also sie grinst auch vielleicht ein bisschen viel. Aber dann ist sie halt einfach ein glücklicher Mensch, ja? Also das darf sie ja. Guck mal, wenn sie als Kleinkind, ich sage mal Kleinkind, wenn sie als Säugling sensibel war, was könnte sie dann jetzt sein? Ich war auch schon mein ganzes Leben lang sensibel. Was bin ich denn? Ich glaube, sie ist gut. Vielleicht ist sie aber auch ein bisschen sozial unbeholfen und vielleicht auch ein bisschen düster. So spielt so gar keine Rolle. Ich so, ich mach das jetzt. So, und vielleicht möchte sie einfach ein bisschen schlau werden, so. Also ich finde, sie ist an sich richtig süß geworden. Ihre Taille ist ein bisschen sehr schmal, ich bin ehrlich. Also es geht schon ein bisschen ins Unrealistische. Aber ist okay, wenn unsere Queen hier sich in der OP untergeben hat, dann darf sie das natürlich tun. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan ihrer Nase, aber auch nur, weil so eine Date mit Nase kann natürlich auch richtig cool sein. Ich hab's nur einfach nicht kommen sehen, ich bin ehrlich. Weißt du, ich mache bei dem Säugling nur so ganz bisschen so, und die Nase beim Erwachsenen so, was ist denn da passiert? Hallo? Aber ansonsten bin ich echt zufrieden. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier gefallen. Und ihr hattet auch Spaß dabei. Habt ihr die Challenge vielleicht auch schon mal versucht? Ich meine, die Toddler to Adult Challenge, die war auch manchmal ein bisschen wild. Ich kann euch ja am Ende des Videos auch mal die letzte Folge davon verlinken. Wie lief's denn bei euch, wenn ihr es schon mal versucht habt? Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!